genau so ist es nämlich in unserer Gesellschaft. Wenn man mal was sagen möchte, was kritisch ist, dann kommt etwas ganz Lautes vorbeigefahren und übertönt einen. An einem sehr heißen Nachmittag sitze ich hier in Vertretung von Jan mit Guaya Guaya, zwei Musikern, die seit einigen Jahren auf der Straße leben und ein bisschen erzählen werden, was das für sie bedeutet. Hi und herzlich willkommen. Buongiorno. Die Entscheidung, so zu leben, wie ihr das die letzten Jahre gemacht habt, ist das eine rein persönliche Entscheidung gewesen oder hat das eine politische Dimension für euch gehabt? Nee, es war erstmal auf jeden Fall eine sehr persönliche und pragmatische Entscheidung, weil wir halt irgendwie halt Straßenmusik gemacht haben und keine Wohnung brauchten in der Zeit und uns die Miete sparen wollten, weil wir halt kaum Geld hatten. Und in irgendeiner Form ist vielleicht mittlerweile eine politische Dimension damit reingeschlichen. Ihr habt euer Album Eine Revolution ist viel zu wenig genannt. Warum ist eine Revolution zu wenig? Also heißt es eine Revolution? Also es müssten mehrere Revolutionen sein oder was ist damit gemeint? Ja, das bedeutet, es sind viele Revolutionen, aber die Abstände dazwischen sind sehr groß, zu groß. Und so, dass man in der Regel nach der einen Revolution schon wieder vergessen hat oder seine Ziele alle verloren hat und dann macht man irgendwann 100 Jahre die nächste Revolution oder so. Und so geht das halt nicht. Das ist ja jetzt öfters der Fall gewesen in verschiedenen Ländern, dass eigentlich die Menschen für eine Sache kämpfen und teilweise extra, also da auf die Straße gehen und dafür umkommen und danach aber also versuchen quasi sich ihre Macht zu ergreifen, ihre eigene Macht, dass sie einfach ein Mensch sind auf dieser Welt und teilhaben möchten und danach wird es aber wieder abgegeben, weil wir das nicht gewohnt sind als Menschen für uns selber bestimmen zu können, weil wir halt gewohnt sind, uns Autorität von oben geben zu lassen. Und hier in Deutschland ist das ja noch sowieso weit davon entfernt, dass Leute mal wenigstens auf die Straße gehen oder so. Glaubt ihr, dass das, also so wie ihr lebt, dass Deutschland oder die Welt ein besserer Platz wäre, wenn mehr Leute so leben würden? Die Welt wäre perfekt, wenn alle keine Wohnung hätten und Straßenmusik machen würden. Also es gibt zum Beispiel eine Idee, die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen, die ich als Schritt ganz interessant fände, weil das sozusagen die Struktur in irgendeiner Form umändern würde und das könnte auch dann wieder rückwirkend auf die einzelnen Menschen halt schon einiges verändern, weil dadurch andere persönliche Freiheiten da sind, sich selber zu entfalten. Ich glaube, dass ganz viele Konflikte letzten Endes existieren dadurch, dass etwas im Ungleichgewicht ist und dieses Ungleichgewicht, das möchte sich ins Gleichgewicht bringen. Und da muss natürlich die Polizei oder irgendeine Exekutive dann halt einschreiten, um dieses Ungleichgewicht zu bewahren. Aber wenn es ein Gleichgewicht gäbe und wenn die einzelnen Menschen ein würdevolles, freies Leben führen könnten, alle, dann würde es nicht so viele Konflikte geben. So, davon bin ich voll überzeugt. Um das nochmal ein bisschen konkreter zu machen, geht ihr wählen? Also, wir sind schon mal wählen gegangen. Ja. Und ich glaube, wir werden in ein Wahllokal gehen. Wir wissen aber noch nicht, was wir da machen an diesem Ort. Ich gehe mal davon aus, dass halt noch weniger Menschen wählen gehen werden. Ich habe die Hoffnung, dass sich langsam die Menschen anfangen werden, umzuschauen, wie sie denn dann ihre Welt jetzt gestalten können und wie dann ihr gesellschaftlicher Einfluss ist, dass es halt nicht mit einmal alle vier Jahre irgendwo einen Zettel abgeben getan ist, sondern dass die eigentliche Wahl halt immer wieder im praktischen Leben stattfinden kann. Ich hatte gestern fand ich das auch, das ist nur so ein kleines Beispiel, da wurden wir im Zug kontrolliert und hatten einen gültigen Fahrschein. Und in diesem Land, wo wir dort unterwegs waren, muss man Fahrradkarten haben. Das muss man nicht in allen Ländern. Und dann haben wir gefragt, ob wir die dann nicht nachlösen können. Einfach, nee, das war nicht möglich. Und er ist total stur geblieben und meinte, er kann da auch überhaupt nichts dran ändern. So, er ist nur der ausführende Körper und muss jetzt 40 Euro pro Fahrrad kassieren. Also ich weiß nicht, womit das bei mir jetzt zusammenhängt, aber das zieht mich voll runter, dass Menschen so... Also wenn Menschen einen so behandeln und das auch noch dazu, und das ist ja ganz oft der Fall, dass sie sagen, ja, ich persönlich, für mich wäre das was anderes, aber ich bin ja hier nur ausführend und ich kann da auch nichts dran ändern und ich mache das jetzt. Und das, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, ob mich das an irgendwelche Situationen in der Geschichte erinnert, wo das dann eine schlimmere Folge hatte als 40 Euro, dass Menschen so drauf sind, aber da muss man sich dann erstmal wieder aus diesem Loch, in das man emotional reinfällt, wieder rausholen und
ja, sehen, dass, dass es auch nicht nur so ist. So. Dankeschön.